Ein mulmiges Gefühl hatte er schon, sagte Oberst Hans-Peter Dorfmüller, Kommandeur des Objektschutzregiments der Luftwaffe Friesland, noch vor einigen Tagen. Denn der Verabschiedungsappell rückte immer näher. An diesem Freitag war es soweit. Rund 70 Soldaten aus Objefa wurden nach Mali verabschiedet. Im Rahmen der UN-Unterstützungsmission MINUSMA werden die Soldaten nahe der Stadt Gao in Nordmali eingesetzt. Ihre Aufgabe? Den naheliegenden Flugplatz und das Camp Castor sichern. Zudem soll die Bevölkerung geschützt werden. Die MINUSMA-Mission soll zur Stabilisierung in Mali beitragen. Nach einem Militärputsch im März 2012 und dem Aufstand bewaffneter Gruppierungen im Norden änderte sich die Lage in Mali zu einem Chaos.